herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja. Wir stehen hier schon an Ort und Stelle und der Kai, der hat ihn doch auch schon gefunden hier. Mal wieder musste ich ran. Elisa ist hier eiskalt dran vorbeigelaufen. Ja. Aber das kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr mit Partner unterwegs seid, dass ihr immer alles alleine macht. Ja, so. Was haben wir denn da? Oha. Nicer Dicer. Oh. Das sieht doch aus. Hol ihn mal raus, du. Das sieht doch etwa aus wie ein. Was ist das? Ist das der Lappen oder was? Ist das der Lappen? Das ist ein Lappen, glaube ich, oder? Aber der ist wenigstens schön verpackt und nicht so nass. Aber das war so knapp. Leute, erinnert ihr euch an das Video? Wir verlinken es euch einmal hier oben. Wir verlinken es immer wieder gerne, dieses Video. Der Lappen. Nein, wir machen uns natürlich nicht lustig. Das nicht auf. Musst du aufdrehen, guck mal. Dreh, dreh, ja, 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 dreh, dreh. Oh, das sieht aus wie eine Tapete. Cool. Ja, mega cool. Mit Stiften sogar. Ja, schön. Check mal. Oh, yep. Tasche Nummer 1. Auf geht's zum nächsten. Nice. Jetzt schnabulieren wir erstmal so einen richtig leckeren Monte-Drink, passend zu unserem kleinen Monte Carlo. Juhu. Ja, auf jeden Fall ist richtig schönes Frühlingswetter. Ganz im Gegenteil zu gestern, weil gestern war es noch relativ bewölkt. Wir haben gestern eine richtig geile Wanderroute unternommen auf dem Darß, da können wir euch ja jetzt mal so ein, zwei Bilder einblenden. Das war ein richtiger Knaller, irgendwie so um die 17 Kilometer oder so sind wir marschiert. Und ach, hier müssen wir reingucken. Ja. Und ja, heute ist auf jeden Fall richtig schönes Wetter. Und die Runde, die haben wir empfohlen bekommen und auch schon auf einer Geocaching-Karte gesehen von dem Micha und der lieben Caro. Und ja, jetzt checken wir das hier mal ab und wollen mal gucken, ob das hier wirklich so süß ist. Und ja. Was sind denn eure Cache-Pläne für das Jahr 2020? Wir haben auf jeden Fall vor, eine Paddeltour zu machen, um einige Caches dabei abzugreifen und die Natur zu erleben beim Paddeln. Mega nice, da freuen wir uns schon richtig drauf. Außerdem wollen wir eine 3-7-Tour machen und dabei Caches abgreifen. Und wir fahren zum Mega nach Hannover, wo wir euch auch hoffentlich sehen. Und oh, Lisa hat doch da einen Cache gesichtet. Und ich sehe ihn auch schon. Wollen wir doch mal gleich mal hinstampfen. Yay, Fund Number One von der Runde. From the Runde. From the Runde. From the Runde. Vorher hatten wir das Big Logbook und da kommen wir Schmuggel, also müssen wir beeilen. Schau mal rein da. Ah. Zieh raus. Ai. Na los. Ja. Ui. Cool. Oh, süß. Nice. Meinst du, das ist das Foto von hier? Schon im Wald. Oink, oink, oink. Oh. Ja. Kaputt gemacht. So. Auf jeden Fall ist hier das Döschen. Schlag ein. Mit ganz vielen Krabbelviechern und Login. So Leute, nur noch wenige Schritte trennen uns hier vom nächsten Cache. Aber ist irgendwie noch nichts zu sehen hier. 20 Meter und ist auch ziemlich schlecht hier. Kein Trampelpfad und nix. Hm, mal gucken, wer als erstes hat, Kai oder ich. Gucken, wer als erstes schreit, ich hab ihn. Hab ihn. Da ist er. Schön. Holst du ihn raus? Da ist das Ding, klar. Da ist das Ding. dreimal dran vorbeigelaufen hier. Ein typischer Hasen. Egal. 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 Schatzi, ich hab den Cash. Nice. Logbedingungen. Ihr müsst ein Stück Holz von den Balken absägen. Diese dann werden wie gewohnt mit Datum, Uhrzeit, Cash in der Blöde. Ja, wie lustig. Ach, wie. Dann ja, wie lustig. Hatten wir auch noch nie, ne? Das hatten wir noch nie. Dann werden wir jetzt mal handwerklich aktiv. Du oder ich? Na, mach du. Du machst da Bock, oder? Hast du Bock? Ja, ich habe Angst, dass ich mir weh tue. Ich kann das auch gerne machen. Ja, ist egal. Na, dann mach ich. Am nächsten Cache angekommen und der hat es in sich. Und die Lisa ist noch gar nicht hier. Wir gucken mal, wie ihre Reaktion jetzt hier ist. Ja. Oha! Ah! Ey, wie cool ist das denn? Ich meine, macht man eigentlich nicht, ne? Mit Schrauben in einen Baum. Aber okay, der ist tot und so, aber. Nice! Wie geil ist das denn? Dafür möchte ich Favoritenpunkt geben. Der hau mal raus. Schön, ey, ne? Mega. Da wird jetzt nicht gelockt. Und dann zeigen wir euch mal unser schönes Holzstückchen, wenn es hier im Turm genau, wenn ist. Er da rangemeißelt ist. Das ist echt schön.
So Leute, richtig fail. Wir dachten gerade, hier dieser schöne Stromkasten ist der nächste Cache. Denn der Name hieß ja irgendwas mit Saloon und so, aber pass auf. Aber das ist es. Da ist dann doch der Cache hier, das Vogelhaus. Das kleine der Saloon. Ding. Haben wir uns richtig schnell verarschen lassen. Das ist ganz cool. Egal. Okay Leute, andere Perspektive. Wir sind jetzt hier an einer Letterbox dran und die ist richtig interessant, denn wir müssen hier diesem Video folgen und anhand dieses Videos sieht man, wo man langfahren muss und dort befindet sich dann irgendwo der Cache. Den fahren wir jetzt auch einfach mal ab. Ja, mal gucken, ob wir richtig sind. Ich würde mal sagen, Attacke oder was? Let's go. Let's go. Und er blinkt links. Ah, wie lustig. Leute, Fun Fact, wir haben hier tatsächlich vorhin auch geparkt, als wir die anderen Caches gemacht haben. Und jetzt führt er uns tatsächlich auch wieder hier an den gleichen Straßenrand. Und von hier müssen wir jetzt eine Peilung durchführen. Und da ihr uns ja jetzt gesagt habt, wie man ordentlich peilt, werden wir es jetzt einmal machen und mal gucken. Na, zack. Und es funktioniert. Supi! Wir haben den Cache. Ja, Mann. Wir wollten schon aufgeben. Wir haben sogar schon abmoderiert. Haben sogar schon abmoderiert. Sind dann nochmal umgedreht. Wir wollten nach Hause gehen. Und dann hat die Lisa aber doch gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen unseren Viewern was bieten und ziehen das hier durch. Aber und sowas von. Haben es geschafft. Yes. Also das echte Cache-Herz hat mal wieder gepocht und wir haben es geschafft. Jawohl, Mann. Und tatsächlich endlich diesen Cache gefunden. Nach einer Viertelstunde. Ja, ist, da so ist das viel. Ding und das ist ein ganz schöner Brocken. Schau uns ab, pass auf, Schatz, nee, sind Dorn. Genau, Vorsicht. Das ist aber lustig. Mega. Ist auch gut abgedeckt. Mega, ich weiß gar nicht, seht ihr, das ist so ein Bobbycar oder so. Nein. Wie geil. Ich würde sagen, dadurch fährst du jetzt nach Hause, Bubi. Ja, okay. Jetzt treffen wir uns denn zu Hause. Ja, wie lustig. Yes. Cool. Jawollo. Ja, und ich würde sagen, dann folgt jetzt die Abmoderation. Ja, wir freuen uns, dass wir diesen Cache noch gefunden haben und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Falls ihr Spaß hattet, lasst uns doch einen Daumen da, vielleicht sogar ein Abo, weil ihr Lust habt. Genau. Und und ansonsten lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.